Freunde, ein kurzes Infovideo, so real wie möglich, deshalb One Take hier, unglaubliche Location. Und zwar möchte ich was richtigstellen. Viele von euch werden sich garantiert an den Homeless vs. Rich Prank Audi A8 2016 erinnern. So eine Art Golddigger Prank, der ging am 11.02. auf meinem Kanal online. Ist es jetzt nicht mehr, ich habe ihn runtergenommen und zwar schon vor längerem. Und wie gesagt, als erste Message für euch da draußen, wenn man Scheiße gebaut hat oder wenn etwas nicht richtig ist, das sollte man einfach richtig stellen. Und das mache ich jetzt mit diesem Video, weil ich finde, ihr habt genauso ein Recht, das zu erfahren. Und es ist alles irgendwie doof gelaufen. Deswegen, ich habe den ganzen Tag versucht, diesen Prank zu filmen, weil die vorherigen Pranks super gut angekommen sind. Dann habe ich gedacht, mache ich so einen Prank? Hatte auch vor, den einfach so zu filmen. Aber es hat einfach den ganzen Tag nicht geklappt. Und am nächsten Tag musste der online gehen. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Hatte auch kein anderes Video. Deswegen bin ich im Endeffekt am Nachmittag, nachdem irgendwie alles nicht mehr funktioniert hat mit Kameramann, zu der Eisdiele einer Bekannten gefahren, beziehungsweise das heißt Bekannten, zu der Eisdiele, die im Video zu sehen war. Dort gehen meine Eltern auch gerne essen. Und ich habe einfach die Verkäuferin gefragt, ob wir zusammen dieses Video drehen. Das heißt, sie wusste im Vorfeld, was passiert. Das Video war praktisch so gestaged. Und es ist ja auch kein großes Geheimnis, dass viele Pranks in Deutschland oder allgemein auf YouTube gestellt sind. Aber ich finde, ihr habt ein Recht darauf, das zu erfahren, dass das so war. Das möchte ich jetzt damit richtigstellen. Und ich entschuldige mich jetzt erstmal bei euch da draußen. Ich wollte euch entertainen. Es war der Grund, der mich angetrieben hat. Ich wusste einfach nicht, was ich euch präsentieren soll, und das war eine Lösung für mich. Ich hoffe, das Video hat trotzdem einige von euch unterhalten, aber jetzt wisst ihr wenigstens die Wahrheit, und das ist halt auch nicht mal schlecht. Wenn man Scheiße baut, steht man gerade, das tue ich gerade, das sollte jeder tun. First Message an euch da draußen. Und ich möchte mich ganz offen bei der Frau entschuldigen. Ich nenne sie die Frau, weil ich jetzt nichts Genaues von Daten rausgeben möchte. Es tut mir leid, dass das so gelaufen ist. Und die Kommentare unter dem Video waren echt fies, und spätestens da musste man reagieren. Irgendwie die Kommentare waren überhaupt nicht nett, wie sie runtergemacht worden ist. Und das muss nicht sein. Ich würde sagen, wir haben auch eine Menge Spaß auf YouTube, Freunde. Ich verabschiede mich. Ihr wisst jetzt, was passiert ist. Wird in Zukunft nicht mehr der Fall sein, weil mit so einem Gewissen möchte ich nicht mehr leben. Man sieht sich im nächsten Video. Tschaußen!